Prinzessin Anne ist das Lieblingskind des verstorbenen Königs. Sie ist Prinz Philipps einzige Tochter. Prinzessin Anne ist nach Prinz Charles die Zweitgeborene von Queen Elizabeth und Prinz Philipp und bei vier Kindern auch das einzige Mädchen. Nun wurde bekannt, dass die 70-Jährige das Lieblingskind des verstorbenen Royals war. Das hört Charles sicherlich nicht gerne. Auch er und Camilla absolvierten heute, 15. April, ihren ersten offiziellen Auftritt. Dabei war dem britischen Thronnachfolger nicht nur der Kummer über den Verlust seines Vaters anzusehen, sondern auch die Schwere über seine zukünftige Krone. Denn sollte Queen Elizabeth, 94, sterben, wird er der neue König von England. Versöhnung zwischen Harry der Familie. Eine positive Botschaft gibt's dann aber doch, nachdem zuerst gemunkelt wurde, dass Prinz William und sein Bruder Prinz Harry bis zur Beerdigung keinen Kontakt haben werden. Vermelden Medien nun, dass die beiden sich bereits kurz nach Harrys Ankunft in England ausgesprochen haben. Nach dem legendären Oprah-Interview von ihm und Herzogin Meghan herrschte bei allen Parteien Funkstille. Dass sich die Familie nun wieder versöhnt hat, würde sicherlich auch Prinz Philipps letzte Reise, live bei RTL. RTL überträgt die Beerdigungszeremonie live im Programm und zeigt die Sondersendung Goodbye Prinz Philipp. In der Frauke Ludewig, Royal-Experte Michael Belgasse und Guido Maria Kretschmer das Geschehen kommentieren und einordnen. Das emotionale Abschiedfoto zum Abschied von Prinz Philipp sehen Sie in unserer Webstory.